Hi. Na, willkommen zurück zu Elex. Hier ist wieder der Medi. Ich warte hier. Jo, warte mal lieber. Schnallen wir eine Ratte um. Und raus geht's wieder. So. Kommt der automatisch mit? Du gehst vor. Supi. Das ist doch schön. Hallo. Ah, der Neue im Fort. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als Warum? niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Arschgeigen? Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Ich brauche jetzt erstmal gar nichts. Ich brauche deine Tipps nicht. Na, wenn du meinst. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Aber die hauen mich da kaputt. Und wie soll ich das machen? Wer hat dich denn hereingebeten? Du hast keine Tür. So viel zu meiner Verteidigung. Du hast keine Tür. Ich habe gerade keine Zeit. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Ich habe nämlich mal geguckt, wo hier noch verschiedene Händler sein könnten. Könnten, aber irgendwie wird mir ja auch nicht alles angezeigt. Ja. Dieser Spalt hier in der Mitte, der ist auch so ein bisschen gefährlich, ne? Oh Gott, bist du hier der Wächter? Wenn ich da reingehe, werde ich dann gefressen? Reden hilft nicht Nee, immer. ne? Ich kann mir darüber keinen Kopf zerbrechen. Warum sagst du das immer? Schon geil, dass er da diesen Warum habe ich Bane-Kopfschutz das hat. Gefühl, mich zu wiederholen? Aber trotzdem irgendwie dadurch rauchen können. Wer hier eine dicke Lippe riskiert, muss sich nicht wundern, wenn sie platzt. Das sieht ein bisschen wichtig aus. Hallo. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Weil ich ein steiler Typ bin. Du brauchst meine Hilfe. Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also. Raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip. Was auch jeder einfache Geist versteht. Ich
Der Duke von Tavar bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Kannst du auch Schakale aufreißen? Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden. Ich werde dich sowas von köpfen. Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, was ist eigentlich mit dir los? Du glaubst, ich bin der Geeignetste für den Job? Ja, weil du entbehrlich bist. Darum wirst du auch gleich mitentsorgt, wenn die Sache da unten schief läuft. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Das wird er. Ich brauche keinen Papageien, der mir alles nachplappert. Also halt den Rand, Ray. Tante, ey. Typ, ey. Und er mit seinen Nutten hier, ey. Oh. Oh, so Leute, kann ich mit der reden? Nee, ne? Nö. Gut, das werden wir vermutlich dann direkt machen müssen, sonst kommt er und springt uns mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz pausieren, macht es gut, bis gleich. Kies, Leute, willkommen zurück zu Elex. Hier ist wieder der Maddie, moin. Ich hab zu tun. Lass mich. Ich bin der Meinung, dass wir diese Aufträge hier in diesem Lager fertig machen sollen. Das mit dem Flammenwerfer wird ja sowieso nichts. Danke nochmal, Captain Violence, du hast mir gesagt, wo der legendäre Flammenwerfer ist. Die können wir ja leider noch nicht benutzen. Ha, tja. Pennerbündnis, das machen wir jetzt. Das ist etwas, was ich kann. Ich wohne in Bochum, das kriege ich hin. Der ist auch noch red. Die Ratte. Die Ratte. Was ist denn mit meinem Jetpack los? Hat er nicht mehr so viel Saft oder was? Was ist hier eigentlich drin in der Höhle? Dinge, die Maddie sagt, bevor er stirbt. Danke nochmal, Kicha, dass du geschrieben hast, dass diese Begleiter wahrscheinlich total implodiert wären, wenn es das Jetpack nicht gegeben hätte. Vermutlich. Bei so einer Welt ist das einfach vonnöten. Dann haben sie dann am Ende noch schnell reingepatcht. Ach ja, übrigens, du kannst überall hinfliegen. Weil wird ja sonst eh nichts. Yeah! Voll witzig! So geht's. Ich habe hier Kaffee. 19 Uhr abends. Ich habe nichts mehr zu tun dieses Jahr. Also ich mache jetzt nur noch Aufnahmen. Und wir müssen jetzt viele Aufnahmen machen. Alter, Waffentestbericht. Ist bestimmt wichtig irgendwo für. Ich merke, dass ich ein bisschen nasaliere, aber das ist mir Wurst. Wir müssen jetzt hier rallen. Leute, rallen ist immer wichtig.
Ich habe mir eine Liste, weil ich alles noch aufnehmen muss, bevor ich in die wohlverdienten Winterferien gehe. Das sind... das war jetzt nicht so schlau. Ich glaube, ich muss jetzt hier von Felsvorsprung zu Felsvorsprung hoch. Oh, nee, muss ich gar nicht. Oh, oh, guck mal, was ich machen kann. Ich kann mich einfach hier hin teleportieren. Geht auch. Hoffe ich. So. Was mit euch? Die sind gerade so auf den zugelaufen, dass ich dachte, der kriegt Ärger. Hallo, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Ja, was hast du denn anzubieten, Digga? Alles, was dein Herz begehrt. Cool. Zahnarzt-Axt. Zahnarzt? Die ist besser als meine, ne? Und die ist gar nicht mehr so teuer. Ja, gönn dir. Schrottschild, das ist auch gut. Ja, damit. Schrottsammlerhemd. Ja, die Jägerrüstung, die ist hier sowieso. Schachterhemd. Sonnenbrille, praktisch. Normale Gegenstände können leichter wahrgenommen werden. Ich hätte gerne eigentlich alles davon. Schachterhose. Habe ich überhaupt eine Hose an? Ja. Kralle. Presslufthammer. Komm. Gönnen wir uns mal ein paar Handgranaten. Handel akzeptieren. Wir haben jetzt 1600 Euro in diesen Typen reingepumpt. Ist okay. Ich meine, Handwerk ist eine Sache, aber der Handel ist ja das Gewerbe, das die Säule der Gesellschaft trägt. Finde ich. Weil, wenn es keinen Handel gäbe, dann hätte kein Produkt Liquidität. So. Machst du nur Minus. Weil dann das ist eine Sauerei. Ja, finde ich auch. Geht nicht. So, so. So, so. Nur Minus machen, ne? Aha. Wollen wir nicht. Wir haben ja sowieso noch relativ viele in Realien dabei. Ein guter Becher. Steh hier einfach auf dem Auto. Ist okay. Ist okay, ist okay. Der gute Becher auf dem Auto, ja, der steht hier einfach rum und da ist noch ein Schakal. Ich habe mich schon wieder verjagt. Ich denke immer, die wollen mich fressen. Hey, du. Hast du ein paar Splitter für mich? 50? Ja, Marsch, ey. Wieso sollte ich? Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Ja, hier nimm. Okay, hier hast du ein paar Splitter. Danke, Freund. Ich werde es dir nicht vergessen. Nur wer die richtigen Freunde hat, kann es weit bringen. Vergiss das nie. Entzückend. Ich wollte auch mit dir reden hier. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Sei versichert, dass ich dir deine kleine Spende nicht vergessen werde. Ja, das ist, ne? Genau. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Ach, das ist mir doch egal. Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Ja, lass das mich stimmt. Raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Alter! Also gut, die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Oh, ich ja. habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Oi, 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 oi. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Du willst sie berauben? Berauben ist so ein hässliches Wort. Was ich will, ist Werte umverteilen. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will,
habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ja, ne? Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Rat kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Ah, nee, nicht mitkommen. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Richtig. Ich hatte es eigentlich so vor. Schlüssel von ihm holen, Schlüssel als Beweismittel haben, zu ihr gehen, ihr sagen, Red ist ein Arschgesicht und im Endeffekt hier Bingo, ne? Zutrauen gewonnen. Deswegen speichere ich erstmal noch nicht. Schuld. Ach so. Bring mir etwas bei. Nein. Na super. Auf der Sache kommt er schon seit Tagen. Hey, warum denn so unfreundlich? Womit habe ich das verdient? Willst du das noch erzählen? Vielleicht die mehreren tausend Splitter, die du mir schuldest? Ah ja? Oder, halt, warte mal. War es vielleicht der Stoff, den du hier geklaut hast? Verstehe halt, alle die Frauen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es war die Prügelei, die du hier angezettelt hast. Immer wenn sie den Mund aufmacht, höre ich nicht mehr zu. Wieso will das nicht in deinen Schädel rein? Ich lade nochmal. Ich will nicht unbedingt mit Red auf einer Seite stehen. Das ist ein kleiner Schlawiner. Ach ja, genau, ey. Bitte, Autosave. Dankeschön, ey. Oh. So. Lordin. Red. Hey, du. Hast... Ja. Hier. So. Die Gute. Ah, ein Optimist. Du erhoffst dir, dass die Schlechte nicht mehr so schlimm ist, wenn du die Gute gehört hast. Interessant. Also die Gute. Ja, 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 ja. Erzähl mir. Ja, das kennen wir ja alle schon. Du. Ja. So. So, ich speichere mal hier. Ich möchte sie nicht bestehen. Tja, mein Freund, du hast aber keine andere Wahl. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Aber keine Angst, ich werde da sein und Schmiere stehen. Mal sehen, vielleicht kann ich Chloe ja in ein Gespräch verwickeln. So, dass sie dich nicht dabei bemerkt. Hm. Ich gehe mal jetzt zu Chloe. Jetzt, wo wir noch nicht das alles hier in trockene Tücher gepackt haben. Vielleicht finde ich da ja eine Möglichkeit, mich da durch zu lawinern. Vielleicht finde ich ja noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Ja, bin ich. Selbst dran schuld. Och, leck die Arme, ey. Wo ist sie denn jetzt? Bring mir etwas bei. Och, nein. Ist es das, was sie wollte? Ray! Ray! Ja, wenn die Klinge stumpf ist. Warum? Ich will das nicht. Ich habe da sonst auch immer eine Auswahl, was ich machen darf. Und jetzt nicht. Ich will das nicht. Scheiße. Ja, aber dann eben nicht. Dann eben doch, dann machen wir das. Dann lassen wir uns hier einfach von Red übers Ohr hauen. Wo war der Affenkopf denn jetzt? War der so weit weg? Ja, offenbar, augenscheinlich war der so weit weg. Ja, für die paar Erfahrungspunkte auch, ne? Ja, Stufe 9, Hälfte geschafft. Im nächsten Level kriegen wir eine neue Waffe. Geil. Ja, dann machen wir das hier auch nochmal. Zeig mir deine Ware. Na gut. Na gut. So, was hast du? Nur Handgranaten als Waffen, ne? Ja, ja. Ich würde so mit dem Flammenwerfer übrigens aufgegeben. Das wird nicht Gib passieren. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Rat kümmert sich um alles.
Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann so, jetzt los. Sind wir alle wieder im Bilde, ne? Sind wir nicht mit Chloe, dass du ungestört bist. Das heißt, ich knall jetzt erstmal die Ratte um. Kann ich die eigentlich looten? Looten! Das regt sie ja furchtbar auf und sollte sie ablenken. Ja, Knochen krieg ich dafür. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Ja, ja, ich war doch schon mal da unten, ohne dass da irgendjemand was abgelenkt hat. Ich bin einfach runtergelaufen, fertig war. Das war gut. Also ich halte das jetzt nicht für so ein Hexenwerk hier, ehrlich gesagt. Ne? Das kriegen wir hin. Zauberei! Ey, was machst du denn hier? Tschüss! Sind hier die Toiletten? Nein! Darf ich trotzdem hier bleiben? Ja! So, Chloes Wertsachen. 100 Erfahrung. Da, da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Ey, wie blöd bin ich. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Das Schwein bringe ich um. Deine Wut kannst du dir aufheben, bis ich mit dir fertig bin. Du glaubst wohl, du kannst mich unbestraft bestehlen. Aber da hast du dich geirrt. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Wenn du glaubst, du kannst gegen mich antreten, versuch's doch. Können wir uns nicht anders einig werden. Ey, Leute. Ey, sag mal, warum? Ich dachte, das ist hier so ein Spiel, wo man das machen kann, was man will und sich irgendwie durchlaviniert, ne? Lawine. Können wir uns nicht anders einig werden? 1000 Splitter und wir sind quitt. Nutte. Auf weniger lasse ich mich nicht ein. Wer mich beklaut, muss zahlen. Ich werde nicht zahlen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du die Wunden überlebst, die ich dir zufügen werde. Zieh deine Waffe. Das ist unglaublich wieder, ne? Das ist wieder unglaublich, dieses Spiel ist einfach unglaublich, Leute. Das ist... da habe ich jetzt gerade wirklich keine Worte mehr für. So, 14 Stunden, 23 Minuten. Kommen wir nicht anders durch. Wir müssen das machen. Und ich werde das erst tun, wenn wir Persönlichkeit 3 haben. Weil ich lasse das nicht so auf mir sitzen. Das mache ich nicht. Das ist mir einfach zu blöd. Ich bin meinem moralischen Imperativ hier gefolgt. Ich wollte sie nicht beklauen, musste es trotzdem machen, krieg dafür auf die Fresse. Was bist du denn für ein Typ, ey? Kommst du von The Rasmus oder was? Okay. Du hast 30 Sekunden. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich hab von dir gehört. Du bist Nasty, die Schwester des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Nein, schon gut, mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Versuchen wir das mal. Nein, nein, schon gut. Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. So, und jetzt beweg deinen Arsch besser aus meinem Blickfeld. Entzücken. Das versuchen wir beim nächsten Mal nochmal. Und dann lassen wir mal ein bisschen unseren Predator-Charme hier spielen.